Nun müssen wir Moloch gegenübertreten. Okay. Weißhelm muss aus seiner Umklammerung befreit werden. Ich bin bereit, ich bin bereit. Bezwinge Moloch. Dann haben wir Weißhelm besiegt. Moloch, komm zu mir, Saphira, sei meine Braut. Pfui! Ich kann verstehen, dass sie ihn nicht will. So, dann wollen wir noch mal gucken, was können wir denn hier alles für einen Blödsinn bauen. Also das könnten wir rein theoretisch tun, wir könnten es aber auch lassen. Wir brauchen auf jeden Fall Blau und das holen wir uns. So. Okay, das Rote reißt er sich unter Nagel. Alter, Drecksspatz. Wir machen so, dann haben wir nämlich einen Vierfachen. Mana Surge. Perfekt. Oh, das läuft ja hier richtig gut. Klauen wir dem Ersten auch gleich mal ein bisschen Leben und Rüstung. Und was will er dagegen tun? Stimmt, gar nichts. Und dann machen wir diesen. Mana Surge. So. Ich würde sagen, bei uns läuft es aber echt momentan recht gut, also... muss ich aufpassen. Weil da sind drei... Ach komm, haut so drauf. Stimmt, er kriegt da nur die Hälfte an Schaden. Wir machen es jetzt einfach. Okay, was kann Schwächefluch? What the fuck? Das war jetzt aber nicht nett. Moloch, mal ernsthaft. Ich hau Moloch einen auf die Nase. Weil 3 sind 22 Schaden, er hat 35. Das heißt, nochmal so ein Angriff und das war's mit ihm. Streng genommen. Na, ich mach so. Aber wir müssen die anderen ja auch von ihm noch platt hauen. In irgendeiner erdenklichen Form und Weise. Und das am besten so schnell wie möglich. Das habe ich nämlich gleich ein tierisches Problem. Oh, jetzt fängt es nämlich wieder an. Jetzt muss ich wieder aufpassen. Nein, 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 nein. Ich muss. Ja, fange ich mir zwar ein bisschen Damage gleich ein, aber... Okay, er macht es nicht. Das ist weird. Halt nicht, wenn er es nicht will, dann mache ich das. Ich glaube, das macht er mit Absicht. Hm, wir haben keine Chance auf einen Vierer. Blöd. Aber er setzt es nicht ein. Macht er mich gerade ein bisschen wahnsinnig mit. Egal. Ich glaube, ich werde die Reihe nehmen. Wieso setzt er... Ich verstehe ihn gerade nicht wirklich. Okay, bevor wir aber ihn da oben... Ah, das hätte ich vorher sehen müssen. Habe ich mal wieder nicht. Ah, scheiße, Dreck. Setzt nicht sein Special ein. Warum nicht? Oh, mir kann es egal sein, aber ich traue ihm nicht. Ich traue ihm nicht so weit, wie ich ihn werfen kann. Und da ich ihn nicht werfen kann... Ja, jetzt macht er sein Special. 23, ja, sag mal, ist denn hier noch alles? Kreuzhabilitze, fix noch Amor! Nein, ich kann keinen... Nee, 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 nee. Machen wir schön so... Bitte nicht auf mich. Ja, okay. Auf das alte Ding kannst du ruhig. Ausnahmsweise. Mal gucken, wenn ich das mache. Ja, doch, das ist vertretbar. Perfekt. Jetzt hat Emme nämlich den Grundstein gelegt.
Jetzt habe ich da noch einen Vierer. Ich muss schon rot spielen. Nein, erst nehmen wir hier noch den Vierer. Dann haben wir hier noch einen Vierer. Nehmen wir alles gerne mit. Dann haben wir hier noch einen Vierer. So, perfekt. Der ist auch weg. Ich habe meinen Special voll. Das ist sehr gut. Setze ich jetzt auch wieder ein. 9 plus 13. Moloch ist im Eimer. Also der Oberbösewicht ist schon mal hinüber. Ja, müssen wir machen. Dass er sich nicht den Bonus hier einheimst. Rot wird zu grün, damit kann ich in diesem Falle sogar leben. Bietet sich ja für ihn keine Chance eines Vierfachen an. Lila, ich brauche kein Lila. Ich brauche Gelb, Blau und das andere. Machen wir so. Ja, genau so habe ich es mir gedacht. Perfekt. Und noch ein extra Turn. Super. Ha, erst Schaden. Nein, wir stärken uns erstmal eine Runde. Wodurch wir natürlich noch ein bisschen mehr hinbekommen. Jetzt machen wir dieses, jenes. Er will keine Schädel einsetzen. Warum? Das leuchtet mir noch nicht so ganz ein. Bei mir soll es egal sein. Mache ich Schaden. Perfekt. Oh, ob das jetzt so gut ist, wenn ich das jetzt mache. Wenn ich von ihm Special einsetze, dann fällt der auf jeden Fall einen runter. Dann kann er den nämlich machen und dann habe ich richtig Probleme. Ich mal links nur so aufs Maul. Nein, ich setze die beiden, falls er gleich sein Special einsetzt und ich gleich im Eimer bin. Okay, ich habe Mana Surge. Kein Thema. Ab. Hab nichts gesagt. Okay, da kann er nicht, kann er nicht, kann er nicht. Dann machen wir nochmal unseren Special, dass wir nochmal drei Verteidigung drauf kriegen. Meine Güte, also in Sachen Verteidigung sind wir sehr, 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 sehr gut aufgestellt. Haben wir schon gedacht, die Möglichkeit war da. Vergeltung. Okay, 23, damit kann ich leben. Und jetzt ist es eigentlich egal, welche Reihe wir nehmen. Ist mir egal, solange er nicht auf mich geht. Oh, natürlich geht er auf mich, warum frage ich? So, dann haben wir da nämlich gleich doppelt gemoppelt. Ja, ob du die Grauen nimmst oder ein China-Feldensack-Tomaten, das ist mir eigentlich relativ gerade. Wir haben da, nehmen wir da die zwei oder hier die zwei, eigentlich ist es egal. Wir klauen ihm einfach ein bisschen Leben, ein bisschen Rüstung. Okay, Rot können wir wieder zu Grün machen, allerdings riskieren wir dann hier, dass er ein Vierfach einsetzt. Deswegen unterminieren wir das. Ich wusste es, das Spiel will nicht, dass mir hier im Spiel irgendetwas Gutes passiert. So, nochmal Quadro, nochmal Quadro. Er setzt Special ein. Okay, 23, damit komme ich klar. Hat nämlich auch nicht mehr so viel. Könnte Rot ganz gut gebrauchen, aber nö.
Es sei mir vergönnt. Erstmal machen wir da den Vierfach, dass er den schon mal nicht mehr in den Finger kriegt. Vierfach. Können wir auch so machen. Oh, jetzt hat er ein Problem. Würde ich mal so behaupten. Jawohl, haben wir. Okay, die Kämpfe dauern länger mit dem Ritter jetzt anstatt mit Lucer, weil wir halt weniger Schaden machen. Aber dafür halten wir deutlich mehr aus. Und ich kann auch ein bisschen entspannter reingehen. Neuer Titel auf der falschen Seite, okay. Es ist geschafft, danke. Meine Rache ist vollendet. Gern geschehen. Kommen wir jetzt mal zu meiner Bezahlung. Weißhelm wird einige Zeit brauchen, um wieder auf die Beine zu kommen. Und was ist mit dir? Mit mir? Ich werde hier einige Zeit lang nicht willkommen sein. Fürchte ich. Und was hast du jetzt vor? Ich komme mit dir mit, mein Süßer. Bitte was? Du warst mir ein treuer Freund. Es ist an der Zeit, dass ich mich dafür revanchiere. Oh, sehr gerne. Mal gucken, was sie so kann, Lady Saphira. Stärke-Level! Boing. Können wir es jetzt, ja, wir können es doch bestimmen. Na, sicher können wir. Bestätigen. Plus 3 Luftbeherrschung. Und das müsste jetzt, ja, das geht. Luftbeherrschung, 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 Edelsteinbeherrschung. La 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 la. Ach, du ahnst das ja nicht. Immerhin, jetzt kann ich auch hier die Herausforderung bald mal weitermachen. Da kriege ich nämlich dann auch Seelchen. Ach ja, was wir ja wieder machen wollen, ist Klassenquest. Aber erstmal gucken wir nach, was wir hier am Post haben. Oh! Paladin! Anspruch! Haben wir den schon? Nein, der ist neu. Das muss ich mir aufschreiben aufgrund... Ich muss ja wieder Screenshots machen für die Thumbnails. Also dann diese Lady, dann hatten wir vorhin einen Paladin... Und jetzt neu einen Bischof. Einen Bischof. Die Schlüssel wollte ich ja erstmal eine Zeit lang sammeln. Dass wir mal so ein paar wirklich nur die Dinger hier aufmachen. Aber jetzt wollte ich einmal, wie gesagt, gucken. Diese Lady sowieso. Müsste unter L stehen. L, 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 L. Ah, da ist er noch. Füge am Feind 2 Warenschaden zu. Halte 4 Leben und 2 Attacke. Die ist nicht schlecht. Die ist echt nicht schlecht. 2 Warenschaden zu. Halte 4 Leben und 2 Attacke. Auf wie viel können wir die hochpushen? Weil die würde ich ganz gerne pushen. Weil die pusht sich ja auch selber. Da könnten wir dann vielleicht die untote Stute für rausnehmen. Die heilt sich ja auch. Aber sie pusht sich halt mit Lebenskraft dann hoch. Immun gegen Gift kann man die Kontrolle sein. 4 Leben in einem Fallenschiff oder gefroren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber da brauchen wir dann erstmal richtig lange für. Moment, wir können noch ein zweites Team auch aufmachen. Wo wir die Charaktere reinpacken, die wir pushen wollen. So, wen wollten wir denn noch pushen? Ja, außer halt die, die ich sowieso schon drin habe. Was war mit ihm? Fügt im letzten Mal seinem Team seinen Mana. Auch nicht verkehrt. Was war sie nochmal? Zerstöre 7 Edelsteine, dann gewährt Farbe halt 5 Gold mit einer 20 Schatzkarte zu bekommen. Naja. Ja gut, die pushen wir ja sowieso. Hm. Waren das jetzt noch? Machen wir später Gedanken worum. Immerhin, wir haben sie ja schon mal da drinne. Und dann würde ich sagen, machen wir als nächstes die Klassenquest. Das klingt nach einem Plan. Nach einem guten Plan.